Herzlich willkommen bei ULabs. Im heutigen Praxisvideo zeigen wir euch, wie ihr schnell und einfach in Linux-Container mit Docker einsteigen könnt. Ich empfehle hierbei die Nutzung einer aktuellen LTS-Version von Ubuntu oder dessen Derivaten wie zum Beispiel Xubuntu, Lubuntu etc. Im besten Falle ist das die aktuellste, das wäre aktuell die Version 20 LTS, die auch im Folgenden verwendet wird. Alternativ funktionieren auch nicht unterstützte LTS-Versionen. Eine Liste, was genau offiziell von Docker unterstützt wird, findet ihr am Anfang der offiziellen Dokumentation. Sie ist auf Englisch und ein guter Einstieg zur Installation, auch für andere Distributionen wie zum Beispiel CentOS oder Fedora. Um Docker zu installieren, öffnen wir zunächst das Terminal. Das funktioniert hier über das Menü Terminal. Oder aber ihr schaltet euch per SSH auf das System, auf dem ihr Docker installieren möchtet. Wie bei jeder Paketinstallation sollten wir zunächst die Paketliste aktualisieren. Das geht mit sudo apt-get update. Hier müssen wir uns jetzt noch kurz anmelden. Jetzt werden alle Paketquellen durchsucht und geschaut, welche Pakete gibt es da denn derzeit aktuell. Das kann je nachdem, wie aktuell euer System ist, wann ihr es zuletzt gemacht habt etc. einen kleinen Moment dauern. Genau. Und jetzt kommen wir zum nächsten Schritt, nämlich falls ihr vorher schon mal eine alte Version von Docker installiert habt, müsstet ihr hier die zunächst entfernen. Das ist jetzt hier nicht der Fall, weil das ein frisches System ist, das heißt, das können wir überspringen. Hier starten wir direkt mit der Installation der Abhängigkeiten. Die können wir direkt so übernehmen. Wir können hinten noch ein minus y einfügen, dann ersparen wir uns nämlich diesen Prompt, der uns fragt, ob wir das wirklich durchführen möchten. Das wäre es auch schon, da das meiste schon vorinstalliert ist. Nun müssen wir uns allerdings noch den PGP-Key von Docker holen. Das geschieht über diesen Befehl hier. Den können wir ebenfalls so übernehmen. Nun befindet sich dieser in unserem Schlüsselring und wir können später die Pakete installieren. Als nächstes müssen wir jetzt das Repo, also das eigentliche Repo, zu unserer Paketliste hinzufügen. Hier müssen wir darauf achten, dass wir bei Desktops im Bereich x86-64 AMD64 sind. Falls ihr zum Beispiel einen Raspberry Pi benutzt, müsst ihr dementsprechend die ARM-Einträge verwenden. Das ist hier nicht der Fall, darum kopieren wir diesen Eintrag hier, fügen das ebenfalls aus. Und nun müssen wir noch einmal die Paketliste aktualisieren, damit das System checkt, welche Pakete gibt es bei Docker in der Registry. Das ging fix. Und anschließend können wir hier diese drei Pakete installieren. Da müssen wir jetzt auch einmal bestätigen. Docker hier in der Community Edition ist aufgeteilt in einen Daemon und eine CLI. Wenn wir Docker-Befehle ausführen, leitet die CLI diese an den Daemon weiter und empfängt dessen Antwort. Containerd ist eine Abstraktionsschicht von Kernel-Funktionen, die für Container genutzt werden kann. Eine Vertiefung würde an dieser Stelle zu weit führen. Ich würde es mir für den Anfang als Client-Server-Architektur vorstellen, wobei diese hier komplett lokal läuft, denn wir haben auf dem System nachher den Daemon laufen als Systemd-Dienst und die Docker-CLI. Damit ist die Installation auch schon abgeschlossen. Starten wir doch nun mal unseren ersten Container. Per Default müssen wir alle Docker-Befehle als Root ausführen, das heißt außerhalb einer Root-Shell mit sudo. Anschließend ist unser Befehl Docker, den haben wir eben installiert. Und mit Run weisen wir diesen an, einen Container zu starten. Schlussendlich folgt der Name des Images, also das Abbild, das uns als Vorlage für den Container dienen soll. Der heißt hier einfach Hello World. Mit Minus allerdings. Containernamen und Imagenamen dürfen nämlich keine Leerzeichen enthalten. Der Daemon sagt jetzt, okay, wir haben das Image nicht lokal, also laden wir es runter. Das ist ziemlich klein, darum geht das sehr schnell. Und wie wir sehen können, haben wir jetzt als Hello World Beispiel eine Ausgabe von diesem Container bekommen. Das funktioniert also soweit. Nun möchten wir vielleicht noch zum Abschluss ein etwas praxistauglicheres Beispiel angucken, nämlich einen Webserver. Denn so ein Hello World Container nutzt uns ja im Alltag wenig. Diesmal möchten wir das Nginx Image nutzen. Nginx ist ein effizienter, leichtgewichtiger Webserver. Das Syntax ist identisch wie oben, nur zwei Unterschiede. Zuerst einmal müssen wir das Image ändern, denn wir wollen ja nicht das Hello World Image benutzen, sondern das von Nginx. Zweite Besonderheit liegt darin, dass der Webserver ja Port 80 benutzt.
Das heißt, wir müssen hier eine Portfreigabe einrichten, damit wir die nachher auch erreichen können. Das geschieht hier mit minus P. Anschließend übergeben wir den Port vom Host und den Port im Container. In diesen Fällen jeweils Port 80. Auch hier beim ersten Start wird das Image einmalig von der Registry geladen und anschließend auf Basis des Images ein Container gebaut. Das geht sehr schnell, der Container ist schon oben und wenn wir jetzt hier im Browser einmal auf HTTP localhost gehen, dann sehen wir hier die Startseite, diese Default-Index-Seite vom Nginx und wenn wir jetzt hier in unsere Konsolenausgabe gucken, sehen wir hier auch einen Eintrag. Hier haben wir nämlich diesen Zugriff von eben. Ging schnell, oder? Ebenso einfach können wir den Container wieder stoppen oder zerstören und das ohne Reste oder gar Konflikte auf dem System zu hinterlassen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo. Habt ihr Fragen oder Themenwünsche? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder schaut direkt bei uns auf ulabs.de vorbei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal.